Kein Fehler unseres Tonmannes, sondern Kiss-Ton-Terror. Höllenlärm jenseits der Schmerzgrenze aus übersteuerten Verstärkerbatterien. Und vier diabolische Fratzen, die von sich behaupten, sie gehörten zu jener Fantasiewelt, in die sich die Menschheit flüchte, wenn sie unzufrieden mit Mutter Erde sei. Apokalyptische Reiter. Die größte Teenage-Sensation der 70er Jahre, so Amerikas Presse. Jedoch Schockrock nach der billigsten Masche, visuelle Reize und Schmierenspektakel. Und dennoch gelingt es den Kiss in den USA, gleich nach den Rolling Stones, zur heißesten Live-Gruppe gekürt zu werden, von einer Langspielplatte allein über 1 Million Exemplare abzusetzen und immer mehr hörgeschädigte Teenager in immer neue lustvolle Qualen zu stürzen. Amerika, du hast es besser. Das Fratzenquartett, so erzählt man, kann sich bereits nach kurzer Zeit zu den Popmillionären rechnen. Welche Musiker sich hinter dem Namen verbergen, bleibt von den Managern streng gehütetes Geheimnis. Selbst zu den Proben erscheinen die Krawallclowns nur maskiert. Niemand soll sie ungeschminkt sehen. Die Horrorheuler werden wissen, warum.